Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial KiCad 5.0.2 und wir wollen heute unsere Tutorial-Platine nochmal endgültig fertig machen hier und fertig machen im Sinne von, dass ich euch noch einige Dinge zeigen möchte. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist zum Beispiel das Anlegen von Sperrflächen. Sperrflächen sind hier rechts das Symbol Sperrflächen. Wir klicken an, befinden uns jetzt hier in diesem Sperrflächen-Cursor und können jetzt hier eine Sperrfläche erzeugen. Wenn ich den ersten Klick hier in der Schaltung durchführe, kann ich jetzt festlegen, auf welchen Kupferlagen ich das haben möchte. Und Sperrfläche für Leiterbahn, für Vias und auch für Kupferflächen. Und wir werden das jetzt hier mal die Sperrbereiche für Kupferflächen mit dazu nehmen. Flächendarstellung schraffiert. Und wir lassen auch mal hier das auf horizontal und vertikal. Wir lassen das mal auf beliebig, um dann auch freihändig zeichnen zu können. Ansonsten könnte ich jetzt hier festlegen, dass meine Linien hier nur horizontal, vertikal und im 45-Grad-Winkel erzeugt werden. Auch das funktioniert. Ja, wozu brauchen wir solche Sperrflächen? Sperrflächen brauchen wir zum Beispiel unter Bauelementen, die irgendwelche Pins nach unten ausgeführt haben oder zum Beispiel auch positive Flächen haben, zum Beispiel der eine oder andere MOSFET könnte das sein. Den müsste ich dann freistellen, um ihn halt am Kollektor, wo Plus anliegt, dann nicht mit der Masse verbinden zu müssen, wenn ich ihn denn liegend auf der Leiterplatte montiere. Die Alternative wäre dazu, ich müsste eine Glimmerscheibe zwischenlegen, diese kleinen Glimmerscheiben isolieren gegen Masse. Aber erstens sind sie nicht ganz billig und zweitens sind sie fürchterlich zerbrechlich. Mit anderen Worten, ist es wahrscheinlich einfacher, das dann auf der Platine freizustellen. Ich wähle jetzt hier mal beide Lagen an, dass es auch oben und unten gilt, auf der Ober- und Unterseite. Wie gesagt, wer das natürlich nur auf der Oberseite braucht, wählt oder Unterseite, wählt hier entsprechend aus. So, wir bestätigen mit OK und wir sehen jetzt hier bereits eine Linie, die also hier angelegt ist, und ich zeichne jetzt hier mal einen kleinen Polygon, der als Sperrfläche dienen soll. Und damit es auch ein bisschen originell aussieht, hier auch mal ein paar Schrägen mit reingebracht. Das soll jetzt hier mal unsere Freistellung werden. So, diese Freistellung ist jetzt vorhanden. Und wenn ich jetzt hier in den Leiterbahn-Routing-Modus gehe, sollte, da ich das ja auf beiden Seiten angewendet habe, auf der Ober- und Unterseite, wir sehen es hier auch schon, ein Durchlegen der Leiterbahn hier nicht mehr möglich sein. Ich muss also jetzt entsprechend hier außen herum und schließe meine Leiterbahn an. Ich kann also jetzt hier nicht mehr durch diese gesperrte Fläche. Und auch das zeige ich noch, da wir ja Kupferflächen ebenfalls mit angelegt haben. Ich ziehe jetzt hier nochmal eine Fläche herum. Ich lege die mal hier spaßenshalber auf Ground. Ihr hattet ja schon im letzten Video gesehen, dass man die auch anderweitig belegen kann. Lege das hier mal einfach herum. Den ganzen Spaß. Und wenn ich jetzt hier unsere Fläche schließe, sehen wir auch hier, wird jetzt automatisch dieser Bereich auch freigestellt und sogar noch etwas mehr freigestellt, wie das hier eigentlich vorgegeben ist. Das macht dann KiCad automatisch, das liegt hier im Bereich dieser Leiterbahn. Aber wir sehen es, es ist hier kein Kupfer mehr vorhanden, und so kann ich zum Beispiel die Liegendmontage von verschiedenen Transistoren oder sowas realisieren oder von Bauteilen, die halt eben auf der Unterseite keine Kupferflächen haben sollten oder dürfen, warum auch immer, und so kann ich das hier
gestalten. Was ich euch als nächstes zeigen möchte, ist das globale Entfernen. Globales Entfernen. Ich mache hier mal mit Steuerung Z nochmal zurück. So. Globales Entfernen, auch das möchte ich euch zeigen. Und zwar unter Bearbeiten, globales Entfernen. Bitte hier auch aufpassen. Ich könnte jetzt hier Flächen, ja, machen wir es nochmal, gehen wir nochmal zurück. Ich gehe nochmal vor, ich lege hier das alles nochmal an, unsere Flächen. So, da kann ich es besser zeigen. Globales Entfernen, also Flächen zum Beispiel hier anwählen, Flächen auf allen Lagen oder nur auf der aktuellen Kupferlage. Ich lasse es hier mal auf allen, dann sollte die Fläche verschwinden. Jawohl, und damit ist sie weg und damit ist auch hier unsere Sperrfläche weg. Deshalb auch bitte aufpassen beim globalen Entfernen. Hier macht man nur einen Fehler und dann eigentlich keinen mehr. So, Footprints, Zeichnungen, Platinenumrisse. Die Platinenumrisse, die werde ich jetzt auch mal entfernen. Jawohl, zack, dann sollten hier unsere Edge Cuts weg sein, weil ich möchte nämlich mit euch im nächsten Schritt dann eine runde Platine erzeugen. Deswegen zeige ich hier auch mal das globale Entfernen. So, und als nächstes das Entfernen von Leiterbahnen. Und hier sehen wir jetzt autogeroutete Leiterbahnen, gesperrte Leiterbahnen, entsperrte Leiterbahnen und Dukos. Die möchte ich jetzt hier mal entfernen. Ich werde nochmal gefragt. Und jetzt sehen wir hier, schwuppdiwupp sind nur noch Netzlinien vorhanden. Mehr lösche ich jetzt nicht. Alles andere, Footprints und so weiter, sollte man natürlich drin lassen, sonst fängt man natürlich von vorn an. So. Und jetzt als nächstes aufgrund der Frage eines Nutzers hier als nächster Schritt eine runde Platine. Schritt 1. Leiterbahnen und die Edge-Cut-Umrisse haben wir jetzt hier beim globalen Entfernen entsorgt. Wir markieren den ganzen Spaß hier, unsere Footprints, drücken dann die Taste M für Move. Wir werden nochmal gefragt. Die gesperrten Elemente sollen natürlich mitbewegt werden. Und wir schieben das Ganze mal hier auf den rechten Rand. Anschließend bewegen wir uns in das Layer Edge Cuts und wir nutzen unser Kreiselement. Und ich positioniere das jetzt einfach mal und ziehe hier einen Kreis auf. So. Nächster Schritt ist, der liegt jetzt hier irgendwo im Raum. Wir müssen ihn mal ein bisschen sauber anpassen. Rechte mit Escape das Werkzeug beenden. Rechtsklick auf den Kreis oder auch Linksklick geht auch und dann die Taste E oder Rechtsklick hier übers Kontextmenü Eigenschaften. Und wir merken uns mal 121 zu 102 als Mittelpunkt. Und wir nehmen jetzt mal hier einen Radius von 80 mm an. So, damit haben wir unseren ersten Streich gemacht. Und wir wollen natürlich hier noch einen Durchbruch reinmachen. Ich ziehe hier einen zweiten Kreis auf. Und auch hier wieder das Werkzeug mit Escape beenden. Linksklick oder Rechtsklick übers Kontextmenü E. Und wir haben gesagt 121 und wir machen den mal auf 20 mm Durchmesser. So, jetzt habe ich mir natürlich nicht den Y-Wert gemerkt, aber das ist kein Problem. Schauen wir hier nochmal rein. 102 war das. So, dann gehen wir auch nochmal hier drauf. Linksklick E. 102, damit liegen die deckungsgleich und ich habe jetzt hier einen Außenring und einen Durchbruch in der Mitte von 20 mm und außen 80. So, und jetzt beginnt unser Spiel im Prinzip wieder von vorn. Wir können jetzt unsere Boards anwählen mit M wie Move. Setzen wir jetzt unser Board hier hinein. Und ich kann jetzt dieses Board hier absetzen. Und was ich euch jetzt hier zeigen möchte ist, ich kann dieses Board auch zum Beispiel nicht nur um 90 Grad drehen, also um das so zu drehen und hier zu platzieren, sondern
Was ich auch machen kann, ist ein exaktes Bild positionieren. Das heißt, ich gehe hier auf meinen Ursprung oder markiere mein Element. Rechter Maustaste exakt verschieben. Oder Steuerung M geht auch. Ich wähle das hier an und ich kann jetzt hier eine exakte Position vorgeben. Das heißt, von der hier entweder vom Blattursprung oder von der aktuellen Position. Ich bleibe jetzt hier mal bei der aktuellen Position. Der X- und Y-Vektor ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Wichtig ist hier die Rotation und die möchte ich euch zeigen. Ich gebe jetzt mal hier 20 Grad ein. Und ihr seht, mein Board wird jetzt hier schräg einpositioniert und ich kann damit auch Elemente, gerade bei solchen runden Platinen kann das durchaus mal notwendig werden, entsprechend schräg platzieren und hier sozusagen kreisförmig rundherum andocken an oder platzieren auf dieser Platine. Und ich lasse das jetzt mal so spaßenshalber und ich werde jetzt hier die anderen Bauelemente platzieren. Bis ich damit fertig bin, möchte ich mich auch hier schon verabschieden, denn im nächsten Tutorial möchte ich euch das zeigen, wovon ich eigentlich kein Freund bin. Aber trotzdem wird ja irgendwann die Frage kommen, nämlich zum Thema Autorouting. Das wird dann unser nächstes Tutorial und ich platziere jetzt mal hier die Bauelemente auf meiner neuen runden Platine. In dem Sinne, viel Spaß beim KiCad basteln und bis zum nächsten Mal.